Jo, moin Leute. Also, ist irgendwie arschkalt hier und wir haben, glaube ich, beide so gut wie null geschlafen. Ich habe mich die ganze Zeit nur in meinem Schlafsack rumgedreht und es wird aber schon wieder hell. Und ja, wie gesagt, ist einfach arschkalt. Wir haben sogar Frost am Zelt und naja, aber irgendwie bin ich trotzdem relativ munter. Könnte an der Kälte liegen. Und ja, auf jeden Fall mal gucken, ob ich noch irgendwie ein bisschen schlafen kann. Und ja, auf jeden Fall. So, das ist jetzt das ultimative Haarwasch-Tutorial am Bergsee. So. 3, 2, 1. Also die Sonne scheint mittlerweile. Wir haben es jetzt 9:30 und das ist Tag 3 der Wanderung. Und ja, wie ich schon erwähnt hatte, es war ziemlich kalt. Es war definitiv Markus ist auch da. Es war definitiv die kälteste Nacht, die ich jemals draußen verbracht habe. Und wir hatten halt auch Frost am Zelt und das heißt, dass es mindestens maximal 3 Grad gewesen sein könnten. Ja, aber wir haben es überlebt und jetzt ist es wieder mega warm hier durch die Sonne. Und ja, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal nach Norwegen fahrt, so im August oder später, solltet ihr euch einen guten Schlafsack einpacken. Und ja, sonst könnte es sein, dass es gesundheitsgefährdend wird, sage ich mal. Oder ihr braucht verdammt viele Sachen. Ja, oder verdammt viele Sachen. Also ich habe mir dann auch noch was drüber gezogen. Und dann ging es halt die letzten 2 Stunden, habe ich dann noch ordentlich geschlafen. Ja, so, dann haben wir uns gerade noch ein Feuerchen gemacht. Und jetzt gibt es hier eine flotte Biene. Was lachst du denn da so? Eine flotte Biene mit Toastbrot. Und einen warmen Tee. Nein, was hast du denn? Jo, also sehen wir uns dann. Hi. Hinter mir seht ihr jetzt nochmal den Hartägen, dieses Ding, dieser Felsbrocken, aber da wollen wir jetzt nicht hoch, weil das würde wahrscheinlich viel zu lange dauern. Wir haben heute als Ziel die Hütte des Tysvasbu und da geht es hier drüben lang, über dieses Schneefeld.
Geht ganz schön tief durch, du. Okay. Wie das einfach alles Eis ist. Das sieht mega geil aus. Übelst geil. Und hier ist es schon wieder übelst sumpfig, wenn man da hinschaut. Und deswegen muss man ja ziemlich aufpassen. Da habe ich jetzt schon zwei Schuhe eingebüßt. Die ersten sind zum Glück wieder trocken, aber ich habe jetzt keine Wechselschuhe mehr. Deswegen gehe ich lieber ein Stück außen rum. Es ist ein bisschen windiger geworden, deswegen habe ich jetzt die Kapuze auf. Aber wunderschön hier. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber ich finde es einfach geil. Also schreibt es in die Kommentare. Komm! Eigentlich müsste man das ja auf Norwegisch sagen. Hey. Vielleicht können wir das ja. Hey! 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 Jetzt über diesen Fluss und hier sind aber irgendwie zu wenig Steine oder es gibt keine Brücke und so. Und wir werden jetzt erstmal versuchen, was zu bauen. Mal gucken, ob es was wird. Okay, da das jetzt doch überall ziemlich tief ist, haben wir uns jetzt entschieden, einfach durchzuwarten und dann drüben die Füße wieder abzutrocknen, weil das hätte zu lange gedauert, jetzt eine Brücke erst zu bauen. Jo. So, ich bin jetzt schon drüben, jetzt kommt noch Christian. Schön, oder? Herrlich. Ich muss sagen, ab der Mitte fand ich sogar wirklich angenehm. So, jetzt haben wir hier schön unsere Schuhe wieder angezogen und alles. Und jetzt geht's hier gleich wieder über so einen Bach. Also ja, läuft bei uns. Haben wir was fürs gemeine Volk geschaffen, würde ich sagen. So. Der erste Rucksack geht rüber. Das längste wie lang? Boah. Nicht mit meinem Rucksack.
Okay, der erste Rucksack ist drüben. Okay, sehr gut. Check. Perfekt, so. Ein wunderschöner Sonntag und Christian ist in Startposition. Wird er die 120 Meter schaffen in unter 3 Minuten? Er sprintet los. Oh, das sieht schon sehr gut. Und beinahe wäre er ins Schlingern gekommen. Aber er ist standhaft. Er rennt weiter. Und jetzt zieht er richtig los. Wird er auf der anderen Bergseite ankommen oder wird er hier im Tal nach unten rutschen? Nein, das sieht sehr, sehr gut aus. Oh! Alles okay? Schade. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Takeshis Castle. Jo, also falls ihr nochmal unseren alten Freund sehen wollt, den Hart Hagen, der sitzt da hinten, etwas kleiner geworden und für uns geht es jetzt in die Richtung. Und ja, die ist ein bisschen bewölkt jetzt, also wir hoffen mal, dass es jetzt nicht gleich anfängt zu regnen und dass wir dann irgendwann ankommen, bevor es regnet. Also regnen wird es ein bisschen wärmer. Ja, aber es sieht auf jeden Fall sehr nach Regen aus. Die Blume. Süße Wasser. Der ist sie, glaube ich. Wir kommen also langsam der nächsten Hütte immer näher. Also Tüsse Waspu und es ist jetzt fast 16 Uhr. Also wir liegen ganz gut an der Zeit, sind jetzt noch irgendwie 4-5 Kilometer oder so. Müssten wir eigentlich schaffen. All the oceans you can name, no, we won't take anything. So I'm sorry for not slipping in, but don't worry, we'll find our way in. We'll find our way in. Gerade noch den übelsten Berg mitgenommen, weil diese blöden Tees, die den Weg markieren, irgendwie wieder sehr sparsam gesetzt worden sind. Aber naja, dafür haben wir nochmal eine geile Aussicht und gucken jetzt, dass wir den Weg wieder finden, wo wir den müssen.